Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass die Ausplünderungen der Erde und der Menschheit beendet werden. Das Leben ist kein Wettlauf der blutigen Schlachten von unreifen Machthabern. Sie wollen die Erde in ein Schlachtfeld verwandeln. Die Krieger der Gerechtigkeit sind seit Zeitepochen schon in einem Heer des Friedens vereint und lenken mit ihrem ganzen Sein und ihrer Kraft das Licht in die Herzen der Erde und der gesamten Menschheit. Sie sind bereit, für jede einzelne wertvolle Seele ihr eigenes Leben zu opfern, um das Leben hier auf Erden zu erhalten. Sie haben Vertrauen in die Kraft des All-Einen. Sie geben jeder Seele Hoffnung und Halt. Sie sind unermüdlich im Einsatz und gehen oftmals über ihre eigenen Kräfte hinaus. In diesen Zeiten, in denen die dunklen Kräfte sich immer weiter aufbäumen und Mutter Erde sich machtvoll von dem Schlamm und Blut ihrer Kinder befreit, ist es eine der größten Kämpfe zwischen Dunkel und Licht hier auf Erden. Das Licht des All-Einen strömt mit den Schwingungen der Liebe und der Gerechtigkeit unaufhaltsam auf die gesamte Erde ein. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Denn das heilige Schwert der Gerechtigkeit erobert sich wieder seinen Platz hier auf Erden und nichts kann dem entrinnen. Sonne, Mond und auch die Sterne warten schon seit ewigen Zeiten endlich erhört zu werden, damit der Sieg des Lichtes hier auf Erden in der Liebe des All-Einen sich wieder erhebt. Dann werden auch die letzten ungläubigen Menschen das Alphabet Gottes eingeatmet haben und sich untereinander wiedererkennen.